Ja, Leute, ich bin's wieder, euer DSD Steve bei Hearthstone. Es geht weiter. Ich habe ja schon gesagt, dass wir wahrscheinlich auch eine komplette Arena mal durchdraften werden. Und dazu habe ich wieder Verstärkung mitgebracht. Euren. Rakshasa. Ja, Leute, die Arena steht an. Zunächst muss man erstmal den Bezahlungsmodus auswählen. Wir wählen natürlich Gold. Und hier vielleicht noch Informationen für diejenigen, die sich interessieren, vielleicht doch mal echt Geld auszugeben. Wobei das eigentlich nicht nötig ist, wenn man genug Gold vom Spiel bekommt. Genau. Aber wie gesagt, wer es machen möchte, kann das zum Beispiel dort tun. Zunächst wählt man immer erstmal einen Helden aus. Und ja, ich denke mal, der Akshasa wird jetzt mal was zu den Helden sagen. Wir haben einmal den Schurken. Genau, der Schurke ist nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch so allgemein gilt der Schurke als die schlechteste Klasse in der Arena, da sie ziemlich stark abhängig von ihren Kombos ist und man diese eben nicht sicher in der Arena bekommen kann. Zwar hat der Schurke auch viele gute Einzelkarten, wie zum Beispiel den SI7-Agent heißt er, glaube ich, für 3 Mana 3-3, macht 2 Schaden, wenn du vorher einen Zauber gespielt hast in der gleichen Runde, aber das sind halt so die kleinen Ausnahmen und die meisten guten Karten sind auch rare, also Schurke ist nicht zu empfehlen in der Arena. Dagegen steht allerdings, muss man dazu sagen, dass ich schon bei vielen guten Hearthstone-Spielern, die ich doch im Livestream angeschaut habe, dass die darum ganz gerne den Schurken nehmen und da auch ihre 12-0 mitmachen. Also habe ich jetzt mehrfach schon erlebt, Okay. eben gerade mit der Begründung der Mauldron hat damit zum Beispiel auch wieder neulich einen 12-2 eingelegt und er meinte ganz gut so, das Deck, also die Schurkendecks sind halt tatsächlich, wie du schon sagtest, sehr abhängig, aber sie sind die, die sich auch gerne mal am unfairsten anfühlen Ja klar, das stimmt. und Also das, während man mit den anderen Klassen eher dazu tendiert halt, selbst als guter Spieler irgendwo zwischen 7-3 und 10-3 dann zu gehen, hat man mit der durchaus eben weil die Decks unfair sind, dass man einfach gleich am Anfang verliert oder eben wirklich durchkommt, so ungefähr. genau, also die Varianz ist größer. Klar, man kann aber auch mit zum Beispiel mit dem Jäger kann man auch sehr unfaire Decks haben. Ja. War gut. Kommen wir später zu. Der Paladin. Genau, der Paladin ist so die Allround-Klasse, die kann so ziemlich alles. Hat leider nicht ganz so viel gutes Removal, ist aber dennoch eine der stärksten Klassen. Also man hat da so Karten wie 2x2/2 Gotteschild für eine andere Einheit. Man hat echt selber Champion, was die stärkste Kammenwaffe im Spiel ist. Die heilt einem um 2, wenn man angreift und hat 4 Schaden, 2 Haltbarkeit. Und auch die Heldenfähigkeit liest sich erstmal ziemlich schwach, aber der Paladin kann sie gut ausnutzen durch seine Massenbuffs. Also Paladin immer eine gute Wahl. Ich bin zwar jetzt kein größter Fan von ihm, weil ich ihn einfach nicht mag, aber stark ist er auf jeden Du hast Fall. gerade ein paar Sachen angesprochen. Waffen haben wir noch nicht gesehen, werde ich Ihnen erklären, sobald wir sie mal sehen werden. Außerdem, das Wort Removal wurde gerade schon angesprochen. Diejenigen, die solche Spiele einfach noch nicht kennen, Removal bedeutet einfach Karten, die etwas anderes eben zerstören, zum Beispiel Kreaturen-Removal, also zerstört eben eine Kreatur zum Beispiel. Ja. Genau, es kann durch Schaden passieren, aber auch direkt. Ja. Und der Jäger. Genau, meine persönliche Lieblingsklasse momentan. Was erstmal an den ganzen Synergien liegt, also ähnlich wie der Schurke, ist der Jäger eine Synergieklasse. Das bedeutet, man braucht seine ganzen Bestien und auch seine ganzen Karten sich auf Bestien beziehen, damit der Jäger gut ist. Und auch wie beim Schurken ist es so, entweder hast du ein Deck, wo die wichtigsten Karten einfach alle fehlen, du gehst unter, oder du hast eben das unfaire Deck, was alles kaputt machen kann. Also wenn man da genug Savannen hochmähen hat, das ist, glaube ich, 6 Mana, 6-5 bei Todesröcheln. Das heißt, wenn diese Kreatur stirbt, kriegst du 2/2 Hyänen. Das ist halt eine ziemlich gute Einzelkarte. Aber ansonsten auch hast du den verhungenen Buzzard. Der zieht für jede Bestie, die du spielst, eine Karte, was sehr, sehr stark ist. Und dann, ja, also man hat sehr, sehr viele Synergien mit den Bestien. Und kann diese auch gut ausnutzen. Und es gibt eine starke Zwei-Karten-Kombo aus die Hunde loslassen für ein Mana einen Zauber, der bringt für jede Kreatur des Gegners einen Hund ins Spiel, was dann natürlich ziemlich gut mit dem Buzzard zusammenarbeitet, der für jede Bestie eine Karte zieht. Also da kann man sehr, sehr viele Spielereien machen. Ja, gut. Es gibt mir noch eine Tagesaufgabe, habe ich nicht gezeigt. Und zwar, wenn man bestimmte Dinge erledigt, bekommt man Gold. Und eine dieser Aufgaben ist, dass wir mit dem Paladin Siege erlangen müssen, damit ich 40 Genau. Gold bekomme. Und ich muss ganz offen sagen, ich mag den Jäger nicht. Gar Okay. nicht. Und ich finde ihn um ziemlich bäh. Ich würde selbst Schurken über Jäger wählen.
Okay. Und deswegen bin ich für den Paladin an der Stelle. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr hier wählen würdet. Hier sieht man nochmal seine Fähigkeit, und zwar kann er eine 1-1-Kreatur für 2 Mana machen. Und dann beginnt schon der Draft. Ja. Ja. Es ist so, dass hier unten immer aufgelistet wird, wie viele Karten wir sozusagen für so viel Mana schon besitzen, damit man sich eine Art Kurve aufbauen kann, die entweder eine Glockenkurve ergibt oder ja, zum Beispiel so rum oder so rum. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Glocke ist das, was wir eigentlich am ersten haben möchten. Genau. Ich muss ganz offen sagen, dass ich bei diesen Karten, also grundsätzlich, wenn ihr etwas anders picken würdet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr großer Fan von dem Verwüster. Ich auch. Weil, ja, 2 Schaden jede Runde auf einen zufälligen gegnerischen Gegner. Also das heißt, der Held oder Kreaturen, das ist schon ziemlich stark. Also der muss halt weggemacht werden, sonst macht er ja einfach Schaden. Tatsächlich muss ich mir sogar Büste durchlesen. Also ich, dadurch, dass ich, wie gesagt, eher casual bin, kenne ich nicht jede Karte so auswendig. Also ich finde die Fallen vom Paladin alle schlecht, bis auf die eine, die ein 2-1er beschwört, wenn du angegriffen wirst. Ja, das stimmt. Ich muss ganz offen sein, dass ich eigentlich den Spot bedeutet, sozusagen Feinde müssen diesen Diener auf jeden Fall angreifen, bevor sie dem anderen Kreaturen, die keinen Spot haben, angreifen können, oder den Spieler. Ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich ziemlich gut. Ich finde ihn eigentlich ziemlich schlecht, aber die beiden anderen Karten sind auch nicht besser. Also ja, also im Verhältnis zu diesen dreien finde ich den gut. Ja, ja. Also, genau, also der Kobold-Geomanz ist im Paladin-Deck vollkommen fehl am Platz. Ja, genau, weil Zauberschaden haben wir nicht wirklich und Spotter haben es eigentlich immer eine ganz gute Sache. Mal wieder diese Karte und das muss ich sagen, ist eher komisch. Ich bin kein Fan von dem Kernhund, habe gegen ihn aber auch schon verloren. Ich glaube, jeder hat schon mal gegen Kernhund verloren. Ja. Ich finde ihn auch nur spielbar im Jägerdeck, weil du da eben die... Was ich persönlich nicht verstehe, es ist offensichtlich ein Höllenhund eher, ja? Ja. Und eigentlich eher ein Dämon, aber es gilt als Wildtier. Ja, wenn man sagen muss, Dämonen sind exklusiv für den Hexenmeister. Ja, aber weißt du, ich finde es ein bisschen sehr komisch, ne? Wahrscheinlich nicht damit allein da. Ich mag den Typen eigentlich nicht so. Ich mag ihn auch nicht, aber er ist schon stark. Ja, er ist schon stark. Meines Erachtens ist er aber... Ja, wir nehmen ihn einfach mal. Ja. Oh, ich sehe hier ganz klaren Pick. Also der ja, Kommandant ist im Abstand die beste Karte. Ja, der ist einfach stark. Ansturm bedeutet, dass er sofort eben angreifen kann im Zug, wo er ausgespielt wird. In Magic heißt das Haste. Und Gottes Schild sozusagen heißt, dass er einmal keinen Schaden nehmen würde, wenn ihn eine Quelle Schaden zufügt. Das heißt, wir können ihn ausspielen, können irgendeinen Diener vom Gegner angreifen, unser Agentum-Kommandant überlebt es auf jeden Fall, wir nehmen Gottesschild und die 4 Schaden reichen meistens auch, um die Kreatur zu töten. Man muss ganz dazu sagen, dass die Karte auch ziemlich gut ist. Die kann im richtigen Deck richtig abgehen, weil sie ja Kartenvorteil generieren kann. Aber ja, aber der Kommandant ist natürlich, ja... Natürlich, natürlich. Auch hier, muss ich sagen, ist schon eine meiner Lieblingskarten, und zwar der Blutelfen-Klerikerin. Kampfschrei ist sozusagen Enter the Battlefield, wenn man das mit Magic The Gathering vergleicht. Also kommt ein Spiel und gibt einer Kreatur +1/+1 an der Stelle. Der ist auch ganz cool, muss ich sagen. 4/4/4/4 und, wie gesagt, im letzten Video schon grundsätzlich, für einen Mana will man immer 1/1 eigentlich haben. Und quasi, der gibt dann noch einen Bonuseffekt drauf. Ist aber genau dann nervig, wenn man nur ihn hat, ne? Ja, aber mittlerweile muss man immerhin nicht mal den Gegner buffen, beziehungsweise schon, aber der Buff geht ja noch bis zum Ende des Zuges. Ja. Trotzdem, also vor dem Nerf war das so die Karte, die ich immer am höchsten gepickt habe, aber mittlerweile... Ich muss sagen, ich würde eigentlich ganz gern hier die Blutelfen-Klerikerin nehmen. Mittlerweile auch, vorher hätte ich immer den Dunkleisen-Zweck gepickt, aber mittlerweile, wie gesagt... Hier, das ist jetzt, muss ich sagen, das sind 2 Karten, die ich sehr mag. Abenteurer und Skopa? Genau. Ja, also die Cobra hat den Vorteil, wie ihr schon draufsteht, man könnte das mit Todesberührung vergleichen, wenn man Magic kennt, oh man, die ganzen Parallelen hier, welch Zufall. genau, also immer wenn diese Kreatur einer anderen Kreatur, Schaden zufügt, dann wird diese getötet, genau. Und diese wiederum hat den Vorteil, dass er schnell groß wird. Und vor allen Dingen, wenn wir on the draw sind, das heißt die Münze haben, ist das schon ziemlich geil. Ja, also... Der Rastlosen Abenteuer kann ziemlich schnell außer Kontrolle geraten, wenn der Gegner keine Antwort auf ihn hat. Ja. Man darf halt nur nicht den Fehler machen, in der dritten Runde ohne was anderes auszuspielen, denn dann hat man 1-2-2er. Ich muss ganz sagen, dass ich hier wahrscheinlich jetzt... Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich nehme auf jeden Fall die Cobra. Ja, das war, wozu ich gerade tendiert habe, aber... Grund ist, dass wir den Paladin spielen, ne? Ja. Wir können ihm Gotteswild verleihen. Auch das ist, finde ich, gar nicht so einfach.
Ich muss sagen, ich finde sie gar nicht so schlecht. Ich finde sie total schlecht. Ich finde, also ich habe schon öfters gespielt und war mit ihrem Großen immer zufrieden. Ein Schaden auf irgendwas schießen ist schon ganz interessant, weil es noch einiges gibt mit einer 1 hinten. Ja, aber es ist auch nur ein Schaden, ne? Also, und den finde ich ziemlich stark. 5-5. Ich 5. auch. Verstohlenheit sagt auch, solange er selbst niemanden Schaden zufügt, kann er nicht das Ziel sein. Ja. Mhm. Und auch sie kann interessant sein. Ja, aber die ist auch spielbar, oder? Ich finde sie nicht so prall, aber kann ganz gut sein. Ich nehme einen den Löwen hier. Ja. Ui. Das ist offensichtlich, oder? Ja, also die beiden Karten, der ist nicht gut. Als Anfänger denkt man, dass er gut ist, aber er ist nicht wirklich gut. Kannst du das vielleicht mal begründen? Ich könnte es wahrscheinlich nicht so genau. Ja, das Problem ist, dass das ist halt ein sogenannter offensiver Zaunzahl. Das heißt, ein Spotter, der eben vorne mehr hat als hinten, also der mehr Angriff hat als Leben, aber das ist halt nicht der Sinn der Spotter. Der Sinn der Spotter ist es ja eben, den Gegner aufzuhalten, weil er ihn eben angreifen muss. Und das funktioniert einfach besser, wenn dein Spotter mehr Leben hat. Und 4 Leben für 5 Mana, das kriegt man mit einer 3-Mana-Karte kaputt. Und so hat man einfach negativ abgetauscht. Ja. Und so eben das Spott, das, also wenn er 4-5 wäre, wäre er besser, aber so, ja. Nein. So, Harpie. Ich muss sagen, ich mag sie sehr. Ich auch. Aber ich würde hier das Removal tatsächlich picken. Ja, genau. Also es macht auch noch Kartenvorteile im besten Fall. Boah, der kriegst du es in unserem Deck ja richtig gut. Also ich würde hier immer den Frostwolkenkriegsfürst nehmen. Ja, wir sind ja Paladin, ne? Wir kriegen ja jedes Mal, also wir können es ja jederzeit einen 1-1-Linier holen und dann wird er halt auch mal größer. Als Anfänger muss ich ganz offen sagen, fand ich die beiden Karten ganz gut. Mittlerweile mag ich beide nicht mehr. Okay. Ihn pick ich dann, wenn ich unbedingt noch Spotter brauche im Team. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, wenn ich sie das letzte Mal gepickt habe. Und also irgendwie immer, wenn ich gegen sie gespielt habe, habe ich irgendwie immer gewonnen. Also irgendwie sozusagen immer. Also ich sehe sie sehr auf den Hand in Jäger-Decks, wo der dann +2/+2 einen Shot bekommt, aber. Ja, das ist, glaube ich, ein Autopick eigentlich fast schon mit den Messer-Jongleur. Ich meine, Aladdin? Für 2 Mana, 3-2, wir können ständig Kreaturen machen und machen Damage, das ist einfach gut. Ja, besser, fast die beste 2-Mana-Karte. Und hier haben wir den Schildmeister, den ich früher immer gepickt hätte, egal was sonst noch drin ist. Mittlerweile ist es nicht mehr so, aber dennoch immer noch mit der Top 5 der besten Kamps. Ja, Raging Goblin, die Magic-Spieler kennt es, ist spielbar. Selbst im Jägerdeck, trotz Wildsjagd. Die kann gut sein, aber ich würde hier ihn. Naja, also die Blutsiegelräuberin, die finde ich auch nur im Schurkendeck gut, weil man da sicher seine Waffe bekommt. Mit ihm habe ich schon meinen Spaß gehabt, aber er ist halt für sich allein halt nicht gut genug. Auch sie ist ziemlich gut im richtigen Deck, aber ich bin ein großer Fan von ihr. Das Problem ist natürlich, wir haben noch nichts für vorne getan, ne, für unsere Mana-Kurve. Also viele relativ teure, mittelteure Sachen, aber noch nichts fürs Early Game. Ja. Also ich finde die Priesterin besser, ehrlich gesagt. Das Problem natürlich ist, dass wir die Priesterin eigentlich nie Zug einspielen wollen, weil sie nur anderen Dienern pusht. Dadurch ist sie Zug 1 immer so eine Sache. Ich meine, man darf sie halt nicht spielen, wenn der Gegner schon was hat. Und hier das ist für mich eindeutig. Aber den haben wir auf jeden Fall schon gesprochen. Und den haben wir auch in unserem letzten Opening geöffnet. Genau. Und hier haben wir, muss ich sagen, 3 gute Karten. Ja. Also diesen alle... es gab den Schreckenkorsar, der ist auch nur im Krieger- und Schurkendeck gut, wenn man da konstant seine Waffen hat. Der Paladin hat zwar auch eine Waffe, aber eben auch nur eine. Schweigen, wie gesagt, nimmt alle Fähigkeiten weg, die Kreatur hat, egal ob positive oder negative. Mhm. Und er ist halt super aggressiv, ja, der Libra-Dom. Aber ich sehe das Paladin-Deck nicht als Aggro-Deck. Ja, und deswegen die Eule. Ja. Ihr seht schon, wir picken bewusst etwas ausführlich, eben auch gerade, damit auch Einsteiger entsprechend vielleicht sich auch überlegen einzusteigen, was davon haben sozusagen. So heiliges Licht ist in der Arena Müll. Ja, ich sag mal so, im Endeffekt bekommen wir... Ich würde sagen, wir picken den einfach. Hier kommen wir für 3 Mana den 3-3 Spotter und... Ich meine, der Grizzly kostet immer weniger und der Corsair halt nur vielleicht. Genau, wir müssten... Ja. Ui, auch wieder 3 gute Karten, die ich persönlich empfinde. Sehen ja viele als besten Two-Drop und den als zweitbesten Two-Drop. Also das ist immer so das Ranking, was ich ganz gerne sehe. Weil er kann halt Kartenvorteil generieren. Ja. Indem er eine gegnerische Waffe zerstört und es gibt ein paar Waffen, die man eigentlich immer loswerden will.
Und er ist natürlich super aggressiv, muss man dazu sagen. Ja, und er ist im Prinzip auch ein Removal, da der weil der auf jeden Fall mit einer Kreatur abtauscht. Man könnte, wenn man es mit Magic vergleicht, hat er Hexproof. Ja, wenn man diese Magic-Ausdrücke hier. Ja, und dann haben wir, ich siege, ist halt auch ganz cool, aber finde ich es nicht auf dem Power-Level dieser beiden Karten. Also in der Arena sind zwei Mana-Karten sowieso die besten. Ich muss ganz offen sagen, dass ich jetzt einfach, weil ich so eine Pickliste habe, in so einem indirekten Kopf, ja, würde ich jetzt ihn über den Drachen picken. Wie würdest du das machen? Ich hätte es, glaube ich, genau andersrum gemacht, aber ich kann den Stammpick schon nachvollziehen. Ja. Erlösung, Ja, also ja, alles, was alle ja. Fallen vom Paladin, die nicht haben die einen sind. Haben denn was, das uns Bounce was bringt im Deck? Ja, wir haben schon zwei Karten. Messerjongleur, auch Schlamm, ja. Ja, ich denke mal, wir haben noch einiges drin, dass sich das vielleicht das Resetten sich lohnt. Und ja, allein schon 4 Mana 5-4 ist ja schon besser als der Durchschnitt, ja. Sozusagen. Ich bin kein Fan von ihm, weil eins hinten einfach nicht. Ja, man kann sagen, erst hat Removal. Genau, erst hat 3 Mana 3 Schaden, mehr nicht. Genau, richtig. Und das kann gut sein, um mal was kaputt zu machen, aber ich würde die Kreatur ja picken wollen. Ja. Auch wenn, so, wenn man dann zwei Soldaten hat, den dann zwischenlegt. Hier haben wir zum Beispiel eine Waffe. Die ist aber. Aber die schwach sind. Oh, das müsste sind eigentlich zwei ganz gut, aber ich würde hier das Removal picken wollen. Findest du den Zaunkrieger gut? Ich muss sagen, ich bin mit denen recht zufrieden, ja. Okay, ich finde ihn ziemlich schlecht, muss ich ehrlich sagen. Aber ja gut, wenn du auch den Hammer des Zorns nehmen würdest, da. Gegen den habe ich dann so oft verloren. Ja. Also ich muss. Zwei zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, oh. Jetzt könnte man hier irritiert sein. Und zwar, es gibt Karten, die aussagen, zum Beispiel einen Nachbarn einen Spot zu geben. Oder einfach zum Schweigen bringen. Genau. Ja. Der ist nur ein Abo. Ich würde sagen, wir nehmen hier schon die Karte Gleichheit. Vielleicht kriegen wir noch eine Weihe oder vielleicht sogar noch zwei Weihen. Ui, schön, schön. Beste Karte. Ich hasse diese Karte, muss ich ganz offen sagen. Das ist Hassliebe, ja. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sie öffne mit Paladin. Wahnsinn. Ich hasse es, gegen diese Karte zu spielen. Ja, jedes Mal denke ich mir so, nein, ihr seid schon mal dieser echte Silber-Champion. Man sollte kurz noch dazu sagen, dass quasi, ja, hier wir die Combo liegen haben, ne? Ja. Und der ist auch gut. Der ist quasi auch so eine Art Removal. Aber eben günstiger. Aber eben günstiger, genau. Und das ist eben besser, kann man sagen. Ja, aber wir nehmen natürlich diese Karte. Wobei man sagen muss, mit einem Echt-Silber-Champion ist man also auch ohne den Kosa gut bedient. Und hier haben wir drei Karten, die mir nicht gefallen. Nicht schlecht sind. Ja, genau, richtig. Ich denke mal, die Krabbe sieht man sofort, ist super, super, ja. Situativ. Super situativ. Also wenn der Gegner Murdochs hat, ist die Karte ziemlich cool, aber ja. Ja. Ganz ehrlich, ich finde den Murloc-Anführer am besten noch, denn die Gegner haben immer so eine Höllenangst vor diesem Murloc-Anführer, weil sie immer denken, oh mein Gott, jetzt kommen da noch ganz viele andere Murlocs und machen den immer sofort kaputt. Ich muss sagen, ich würde den Riesen eigentlich picken wollen. Also der Riese gefällt mir im Paladin-Deck richtig gut. Ja, aber selbst 8 Mana 8-8 ist irgendwie... Weil wir eigentlich immer Kreaturen bekommen. Wir haben schon einige Kreaturen... Und wir haben noch Picks. Ich bin eigentlich nicht der Fan. Alle anderen Murlocs, schau mal, wir haben nicht einen Murloc noch. Ja, aber einen. Das weiß der Gegner ja nicht. Schnell wird die dann trotzdem auf jeden Fall wegmachen. Und 3x3, 3 sind immer noch sehr solide Werte, finde ich. Also. Auf deine Gefahr picken wir ihn. Ja. Wenn wir echt noch irgendwelche Murlocs kriegen. Also, wollen. Ihr könnt, wenn wir wegen dieser Karte verlieren, dann schreibt, dass Rakshasa schlecht ist. Ja. Das geht auch. Das ist mein dann. Dagegen habe ich auch schon so oft verloren. Oh, ich besser ist die Karte, wenn man gleichzeitig noch eine Kreatur dazu bekommt, das geht sogar wirklich als Paladin. Ich muss sagen, dass eigentlich beide recht gut sind. Mhm. Ja, diese Karte wäre übrigens mit Meeresriesen ganz cool gewesen, weil der Meeresriesen mit um 2 günstiger wird. Aber ich meine, der ist und ja auch gut. Ja, ist die Frage, brauchen wir einen weiteren 2-Drop oder können wir hier den 5-Drop nehmen? Ich meine, wir haben im Late-Game noch nicht viel, das sind nur noch 7 weitere Picks. Ja, nimm mal den Mutter. Also. Und das ist für mich wieder eine eindeutige Sache. Ich muss sagen, von denen halte ich gar nichts. Nee, ist auch schlecht. Ich habe zwar gegen ihn schon verloren, aber ich halte wieder nichts von ihm, weil er ist wieder nur Removal. Und das für 6. Ja, oder halt 5 ins Gesicht für 6 Mana, aber das ist so ineffizient. Aber er generiert Kartenvorteil.
Also du musst halt vorstellen, der tauscht erstmal mit einem 3-2er ab vom Gegner, hinterlässt immer noch einen 2-1er, der auch nochmal 2 Schaden macht oder so. Ja. Ach, Name die Weihe. Oh, ja. Weihe, Leute. Einfach geil. Ja, Mass Removal fügt allen zusammen mit Gleichheit 2 Schaden zu, genau, zusammen mit Gleichheit. Einfach nur gut. Wobei man dazu sagen muss, dass alle Karten wieder geil sind hier gerade. Ja, also Heldenopfer ist auch das Geheimnis, was ich schon öfters angesprochen hatte. Das einzige Geheimnis von Paladin, das gut ist. Ja. Und dadurch aber berechenbar ist. Genau. Also man kann sich ziemlich sicher sein, dass wenn der Gegner ein Geheimnis spielt, es dieses Geheimnis ist. Ja. Weihe. Ja, muss ich mal ganz kurz tatsächlich, wie diese mittlere Karte angucken will, dann... Die findest du da ganz gut. Ja, das stimmt. Die kann Kartenvorteil generieren. Ich sag mal so, meistens ersetzt sie sich mindestens selbst. Genau. Weil man sie ausspielt und dann auf jeden Fall die Karte wohl angreifen wird. Und wenn sie halt nochmal angreifen kann, dann hat sie ja schon Kartenvorteil generiert. Genau, 2 Karten für einen Mana, das vergleicht man mit dem Spell von Magier, der für 3 Mana 2 Karten zieht. Also, ja, und obwohl natürlich die Karte auch ganz gut sein kann, aber wir haben ja schon den Agenzum-Beschützer. Und deswegen nehmen wir den Raging Goblin. Genau. Einmal nach 1-1 im Sturm. So. Wie viele Zauber haben wir im Deck schon? Ich hätte jetzt... Achso, ja genau. Das ist, glaube ich, nicht viele. Das ist gerade das Problem. Wir haben, glaube ich, nur Weihe... What the fuck? Ja, Weihe Gleichheit. Ja. Noch. Das ist tatsächlich nicht viel. Das Problem ist nur, dass wir auf keinen Fall wollen. Ja. Also die Beschwörung ist schon gut. Ja, genau. Ich denke mal auch, wir nehmen... Also eigentlich mit seinem Pick ich sie ja sehr gerne. Aber ich glaube, wir haben einfach nicht das Deck um sie drumherum und wir kriegen nicht mehr so viele Karten rein. Und deswegen ist wohl hier tatsächlich die 2-2-Kreatur besser. Ja. Ich meine, wenn wir dann dritte Runde noch den Schildmeister spielen können zum Beispiel, ne, das ist ja auch alles ziemlich stark. Oh, noch ein Ergänzungsbeschützer, sehr gut. Ja, wobei natürlich diese Karte auch gut ist, wegen 2 Schaden machen. Und man muss sagen, 2 Schaden, ich muss sagen, ich finde den ganz brauchbar. Ich finde ihn auch ziemlich cool, aber der Ergänzungsbeschützer... Auch die Karte finde ich recht gut, 2 Mana, 2-3, wir haben ja schon darüber gesprochen, warum, aber das ist trotzdem hier eine eindeutige Sache. Ja. Jetzt haben wir den besten Fordrop zur Auswahl. Mhm. Und den nee, besten stimmt nicht, aber er ist, glaube ich, einer der besten, also ist eigentlich bei mir in der Pickordnung ziemlich weit oben. Der ist, muss ich sagen, bei mir mittlerweile um einiges gestiegen. Ich finde ihn mittlerweile ziemlich gut. Aber man kann auch Minions heilen, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ja, genau. Aber ich muss wieder sagen, und das finde ich aktuell schlecht an dem Spiel, dass, was da steht, manchmal nicht eindeutig ist. Hier steht nämlich nur, da stellt 3 Leben wieder her. Und warum steht nicht drauf, stellt 3 Leben eines befreundeten Einheit oder so her. Also weil man auch Gegner heilen kann, was ich schon mal gemacht habe übrigens. Ja, ich finde einfach, das ist denn könnte da stehen, stellt 3 Leben eines Dieners oder Helden wieder her. Ja. Aber ich finde, dass so die Formulierung für mich nicht ganz klar war am Anfang, dass es den auch einen Diener heilt. Also ja, das ist ungewohnt, aber wenn man sich drauf einlässt, es gibt Karten, wo auch steht, stellst X Leben bei einem Diener wieder her und es gibt auch eine Karte, X Leben bei einem Helden oh, wieder her. Oh, und das hier haben nämlich die zweite gute Waffe auch, die es gibt. Genau, Schwert der Gerechtigkeit. Also die ist voll absurd, die Karte. Leider ist es schade, weil das Problem ist, wir haben jetzt hier wieder 2 richtig gute Karten nebeneinander liegen und das ärgert mich, dass wir vorhin nicht einen dieser beiden hatten und weil hätten jetzt einfach die andere picken können, so ungefähr. Ja, man kann sich ja nichts aussuchen. Der Manipulator ist ziemlich gut. Er ist genau dann 3-3, wenn man ihn einfach nur ausspielen würde, ne? Aber das macht man eigentlich nie. Ja, das macht man. Der Vorteil ist, dass wir wieder alle Buffs übernehmen. Auch die Debuffs, also negative Effekte. Aber grundsätzlich ist das schon sehr, sehr gut, weil wir eben die gegnerische Kreatur... Ja. Allgemein kann man sagen, er ist immer die stärkste Kreatur im Spiel. Genau. Man kopiert hier die stärkste Kreatur. Wenn es die eigene ist, noch besser, dann hat man seine Boardposition noch weiter ausgebaut. Und wenn es die vom Gegner ist, dann hat man die Karte vom Gegner quasi abgestellt, indem man sie gleich halt eben selber hat. Und, ja. Im Paladin-Deck, muss ich sagen, möchte ich trotzdem das Schwert der Gerechtigkeit drüber picken. Ja, also das Schwert ist total absurd. Beachtet drauf sozusagen natürlich die Kombo nur schon unserer Heldenfähigkeit und deswegen nehmen wir die. Ja, jederzeit ein 2-2er genau. Spiel bringen. Ja, und das ist jetzt also unser Deck. Ihr könnt es euch nochmal ganz kurz angucken. Ich glaube, man kann das auch wo hochladen, denn in der Beschreibung verlinken, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, mache ich das. Das heißt, wer das Deck am Ende in Komplette noch sehen möchte, der guckt dann einfach in die Videobeschreibung rein. Mir hat das heute mal ein bisschen ausführlicher. Ich denke, wenn wir weitere Drafts machen, gehen wir vielleicht etwas schneller vor. Ihr könnt dazu mal eure Meinung gerne in den Kommentaren schreiben.
Und im nächsten Part geht's dann los mit den Arena-Matches, würde ich sagen, oder? Ja, machen sie ja fertig, ne? Oh hey, ich war DSD Steve und euer Rakshasa. Wir würden uns wie immer über netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö. Bis dann.